Herzlich willkommen zur Folge 42 von Verstrickt und Zugenäht. Schön, dass ihr wieder alle einschaltet. Ich freue mich riesig, wenn ihr mir zuschaut. Und wenn euch das Thema Handarbeiten interessiert, dann seid ihr hier genau richtig. Also, ich muss nur ein bisschen räuspern. Ich habe ein bisschen kratzigen Hals, aber bin nicht krank. Ich bin gesund. Ich zeige euch, was ich fertig habe. Diese Woche war sehr produktiv, in meinen Augen. Also ich habe jetzt ganz viele Sachen mal wieder abgearbeitet und fertiggestellt und ja, ich habe jetzt wieder mehr Luft und mehr Platz für neue Ideen, neue Kreationen und das war wichtig, weil manchmal hat man ganz viel auf der Liste und meint, man kommt nicht mehr hinterher. Aber ich zeige euch, was fertig geworden ist. Und zwar das absolute Highlight für mich persönlich, aber ja, könnt ihr euch vielleicht schon denken, was jetzt endlich mal fertig ist. Didi! Elli Einhorn ist fertig. Das kleine Häkeltierchen. Ich halte es einfach ein bisschen näher. Elli Einhorn ist so ein Häkelset von dem Verlag Top von den Wallabies. Und eben Elli Einhorn, deswegen musste ich das haben. Das habe ich für meine Tochter gehäkelt. Sie bekommt es als Glücksbringer. Da kann man hinten am Popo so einen Knopf annähen. Und da gibt es verschiedene Labels, was man dran machen kann. Hier, ich passe auf dich auf. Also der soll auf die Tochter auch ein bisschen aufpassen. Hat so ein süßes Schwänzchen bekommen. Und was ich ja mega lustig finde, diese Locken, diese Mähne hier, die kann man ja immer wieder frisieren und neu stylen. Das Einzige, wenn man es so ein bisschen hinstellt, das ist leicht, ja, seht ihr, kopflastig. Man muss es ein bisschen zurecht knautschen, dann bleibt es auch stehen, ohne dass es aufs Maul fällt. Aber es ist wirklich süß. Die Augen finde ich total goldig. Die waren da dabei, diese Safety Eyes, diese Wolle war, habe ich ja gesagt, nicht so hochwertig. Es war beim Häkeln manchmal so, dass die sich ein bisschen aufgedröselt hat und man aufpassen musste, dass man den ganzen Faden erwischt. Aber so fertig, ich finde sie so süß, meine kleine Elli. Also hier kleine Öhrchen, die sind hier in der Mähne versteckt, hier das kleine Hörnchen. Der Schwanz eben, wie gesagt. Und hier mit dem Knopf, das hier ist nur so dran gemacht, das kann man immer wieder wechseln, da sind nur mehrere dabei. Die Anleitung super einfach, also war gar kein Problem. Man muss halt alles danach zusammennähen. Das ist das, was keinen Spaß macht. Dieses Ding an sich war natürlich schnell gehäkelt, das ist ja nicht besonders groß, aber das Zusammennähen macht keinen Spaß, sage ich euch ganz ehrlich. Also mir macht es keinen Spaß, manchen macht es vielleicht mehr Spaß. Aber das Ergebnis ist super. Also ich liebe Elli. Schau, hier war ganz wild und punkig. Ich zeige euch mal, was noch alles übrig ist, weil von diesem Set, da war also ist jede Menge Stopfwolle noch übrig. Da habe ich vielleicht höchstens ein Drittel gebraucht. Und an Wolle ist auch noch richtig viel da. Also man könnte, wenn man andere Augen verwendet, also nur die Augen sind nicht mehr dabei. Und, aber hier, das ist alles noch da. Also mindestens, ja, eins auf jeden Fall noch. Ein Einhorn geht auf jeden Fall noch aus. Und eben die Häkelnadel war ja auch dabei. Und hier sind noch mehr von diesen kleinen Labels mit verschiedenen Sprüchen drauf. Es ist ein nettes Geschenk, wenn jemand gern handarbeitet und mir hat es eben riesig Spaß gemacht, das mal auszuprobieren, mal was. Sonst ein Häkelset. Raschel, raschel. Ja, ich kann es empfehlen, macht Spaß. Es ist halt nur eben dieses Zusammennähen, das muss man halt danach in Kauf nehmen. Es gibt auch Anleitungen, da wird was am Stück gehäkelt oder gestrickt, solche Tierchen. Wenn ich jetzt gerade zum Beispiel an diesen Voodoo denke und an das Häschen, den habe ich auch schon genäht, habe ich euch auch mal gezeigt, diesen, fällt der Name gerade nicht mehr ein. Auf Ravelry gibt es da englische Anleitungen, aber die sind eben alle englisch, aber da wird alles am Stück dran gestrickt, das ist ganz angenehm. Jo, aber eben, Elli Einhorn fertig. Was ist noch fertig geworden? Meine Matzsocken natürlich. Es ist ja heute schon April. Oder heute haben wir den 3. April, ja. Deswegen mussten natürlich die Matzsocken fertig werden. Zeige ich euch mal. Letzte Woche war ich bei der ersten Socke, bei der zweiten Socke hier. Da war, hätte nicht mehr viel gefehlt. Na, verdreht sich aber mein kleines Engelchen hier. Hier, wo der Progress Keeper, der Fortschrittsmarkierer ist, war ich letztes Mal. Und die Spitze hat ja nur noch gefehlt. Das habe ich gestrickt aus, also das ist noch übrig, aus 50 Gramm Wollbutt, Wollbutt Zöckli. Und
Eben war der nur ein 50 Gramm Knäuel, deswegen habe ich Bündchen und Ferse und Spitze in einem anderen Garn gemacht. Das war von Aldi Sockenwolle, so ein schlichtes Grün, dass ja auch hier genau der Farbton auch vorkommt in den Streifen. Und diese Wollput, diese Streifensockenwolle, habe ich ja von der Stina geschenkt bekommen. Also Stina, schau mal, die ersten Socken sind aus deinem Garn fertig geworden. Ja. Und die wandern in meine Box, weil ich mache ja auch mit bei Sonja von Wollmessi in Box of the Socks in the Box. Socks in the Box, doch, ist richtig. Ich musste gerade nochmal kurz nachdenken. Wandern in meine Sockenschachtel. Für jeden Monat ein neues Paar Socken. Jo, dann sind natürlich auch wieder Hexipuffs fertig geworden. Hexipuffs, natürlich brav, wieder 7 Stück. Ich habe jetzt eine neue Methode. Ich mache es jeden Abend so, wenn ich fertig bin mit allem und aufs Sofa setze zum Stricken, stricke ich zuerst ein Hexipuff. Bevor ich was anderes anstricke oder irgendwas anderes in die Finger nehme, muss ich einen Hexipuff machen. Das habe ich mir selber auferlegt und seitdem klappt es super, weil es gab schon Wochen, da habe ich dann am Sonntagabend wie verrückt noch 4, 5 Hexipuffs gemacht, damit ich nur ein paar Hexipuffs hatte. Aber mit der Methode klappt es bei mir. Also letzte Woche waren es 105 Hexipuffs und es sind 7 neue dazugekommen. Und zwar eins in Grau, das schaut nicht so grau aus, Grau, in Steingrau, in Mausgrau, in Straßenbelag Grau, in Elefantengrau und was gibt es noch für ein Grau? Ein erfrischendes Betongrau nochmal. das hier ist alles ein Grau, das ist von Wollmeise ein Grau. Hier zur Hälfte Wollmeise und das andere ist eben hier das hier, das ist so ein blau-grau semmeliertes. Ja, ich habe jetzt einfach mal Grau aufgebraucht. Ja. 7 weitere Hexipuffs. Und es geht ja schon, die ersten, die haben ja schon zusammengenäht ihre Hexipuffs. Die Angie ist ganz fleißig und auch die Janine von Nines Wollkiste und Angie von Angies Wollplaudereien haben schon fleißig zusammengenäht. Und ja, ich sollte auch, glaube ich, mal anfangen, die Dinger mal zusammennähen, damit da eine Decke draus wird, was es ja mal werden soll, was ja der eigentliche Plan ist. Ja, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ich fand ja dieses Zusammennähen von dem Einhorn ja schon schrecklich. Ich habe ja schon mal kurzfristig Gedanken gewagt, also mir schoss der Gedanke in den Kopf, dass ich das vielleicht mit der Nähmaschine zusammennähe. Ich werde es vielleicht mal versuchen, wenn ich die hier so einen breiten Zickzack mache. Ein Versuch wäre es wert. Das ging nämlich mega schnell. Ja, vielleicht probiere ich es mal, vielleicht berichte ich euch nichts wohl. Aber dann, wenn es nicht klappt, dann, ja, ob die dann nicht ruiniert sind, ob ich das da wieder auseinanderkriege. Mal schauen. Lasst euch überraschen. Also, 7 weitere Hexipuffs. Ich bin dann bei 112. Jo. Das ist alles, was fertig geworden ist diese Woche. Und ich habe ja schon meine Aprilsocken brav angeschlagen dann am 1. April, am Samstag. Und zwar mit meinem Geburtstagsgarn. Die Katharina hat mir Geburtstagsgarn geschickt. Das ist der hier. Moment, ich schau mal, wo ich das Label habe. Ich habe das in meiner Fritzi Kreativ Projekttasche. Und das ist Regia Schachenmeier, Designline Arne und Carlos. Hier sieht man drauf, wie sich es mustert. Und das ist die Farbe 37, das blendet. 37, 66, seht ihr das? Ja, eben so schaut es im Knäuel aus. Und ich musste natürlich wieder, wie immer, also der Knäuel ist ziemlich hell, schöne Frühlingsfarben. Also mich erinnert es gerade wirklich, wenn man nach draußen schaut, ein bisschen an den Frühling. Das ist ein bisschen gelb, die ersten blauen Krokusse und Hyazinthen, die rausschauen. Ja, und ich habe jetzt natürlich wieder ein Kontrastgarn dazu genommen. Diesmal ist es von Regia Schachtenmeier, dieses Blau. Und damit habe ich das Bündchen gemacht. Tada! Und so schaut es dann aus. Ich finde, das betont einfach dann die Farben viel schöner, wenn man das, zumindest das Bündchen und die Spitzen mit einem anderen Garn macht. Ich werde die Ferse auch wieder in dem Blau auch machen. Es kommt einfach viel deutlicher, ja, die Farben leuchten dann mehr dazwischen. Das wäre sonst eine relativ blasse Socke, wenn man das komplett so stricken würde. Und es betont natürlich auch das Muster und der Farbverlauf. Der Musterverlauf bleibt erhalten. Weil ich durch die Ferse dann keine komischen Streifen habe oder dann sich das Muster dadurch verändert. Das bleibt einfach immer schön gleichmäßig. Und das
Mag ich sehr, sehr gerne. Also, und die Farben, sind die nicht schön? Super. Als nächstes kommt dann noch hier so ein Türkis. Das bin ich schon gespannt. Und dann werde ich schon bald die Ferse machen. Ja. Apropos Ferse. Da muss ich jetzt kurz ausschwenken, bevor ich euch sonst noch zeige, was ich auf den Nadeln habe. Und zwar habe ich ein Fersenproblemchen. Ein kleines Problemchen. Ist nicht groß, ist nicht schlimm. Ich habe schon öfter Socken auch mal Toe-Up gestrickt, versucht zu stricken und habe dabei die von Sylvie Rasch, die Crazy Hybrid Ferse gestrickt. Und die schien mir sehr simpel und ganz einfach und die war super, super geworden. Socke passt super. Aber jetzt nach dem Tragen und Waschen und öfters Tragen, schaut mal, fällt mir das auf, dass hier an der Ecke das unheimlich ausleiert und immer größere Löcher gibt. Also da ist ja teilweise nur noch einzelne Fäden, die das zusammenhalten. Hier an der Socke, an der zweiten Socke genau dasselbe. Also hier und da. Und das gleiche auch, also zuerst aufgefallen ist es mir an den Socken aus meiner handgesponnenen Wolle. Da dachte ich zuerst, es liegt daran, dass es eben nicht gut genug gesponnen ist, nicht gleichmäßig genug. Also direkt nach dem Stricken war das Loch gar nicht so groß. Aber jetzt, nachdem ich die jetzt schon mehrmals getragen habe und gewaschen habe, haben die hier richtige dolle Löcher. Zieht sich das voll auseinander. Habe ich da beim Stricken was falsch gemacht? Habe ich da zu locker gestrickt? Aber das ist wie eine Leiter. Also das sind über mehrere Maschen geht das hier durch. Seht ihr das? Und das ärgert mich unheimlich. Also ich habe die Ferse schon länger nicht mehr gestrickt, weil ich Toe-Up nicht so gern stricke. Ich mache es lieber von oben nach unten und vor allem, weil ich auch gern das die wechsle. Aber habt ihr das auch? Schaut mal nach, wer von euch auch diese Crazy Hybrid-Ferse schon mal gestrickt hat. Was mache ich da falsch? Wer das nicht hat, sagt mir bitte, warum das bei euch anders ist, was ich falsch gemacht habe. Würde mich interessieren. Weil ich war schon der Meinung, dass ich das unheimlich angestrengt habe, dass ich den Faden fest spanne, dass es nicht zu locker wird und deswegen das nicht fest genug ist. Ich weiß es nicht. Also wer einen Tipp hat, meine Socken schauen auf jeden Fall mit der Ferse leider dann so aus an den Ecken. Jo, aber das war es zum Thema Socken. Ich habe Socken, doch Fersen. Ja, ich stricke eben so eine Mischung, so Herzchenferse oder Käppchenferse. Das ist ja meistens fast dasselbe. Das ist ganz ähnlich immer und dadurch, mein Trick ist ja immer, wenn ich hier die Maschen aufnehme, entsteht da manchmal, kann es sein, dass hier auch eine Lücke entsteht. Also, aber das ist nie so extrem. Ich versuche dann entweder beim Fäden von denen das zu schließen oder wenn ich nehme auch immer hier diese Maschen auf, hier aus diesem Knötchenrand, der sich da bildet. Und dann hier aus diesem Zwischending, da nehme ich auch nochmal so einen Querfaden, so einen Maschenschenkel nochmal auf, dass ich hier mal eine mehr habe, dass sich das besser schließt. Hier sieht man gar nichts. Und eben auch beim Tragen, also da zieht sich das, ist nie so eine dünne Sollbruchstelle wie jetzt bei denen da. Moment, jetzt hänge ich gleich meinen Maschenmarkierer um und zwar glaube ich den gleich von meinen Merzsocken und mache den gleich an meine Aprilsocken dran, damit ich das nächste Woche dann nicht dastehe und sage, ich weiß nicht mehr, wo ich war. So, ja, was habe ich noch auf den Namen? Mein Find Your Fate Shawl natürlich. Der Find Your Fate, ja, der hat jetzt auch seine, also den habt ihr jetzt die letzte Woche nicht fertig gesehen. Also das ist mein großes Ziel, dass ich den bis nächste Woche endlich fertig habe. Den habe ich jetzt, ich weiß nicht wie viele Wochen, jetzt euch schon unter die Nase gehalten. Ich mag ihn unheimlich gern. Es ist ein super Fernsehprojekt, weil er groß ist und einen schön wärmt und ja, man kann ihn nur nirgends mitnehmen zum Stricken. Also das Ding ist jetzt so riesig. Also das, wenn ich jetzt mal überlege, wie viel Wolle ich da verstrickt habe mittlerweile, das ist natürlich, wäre es auch schon längst ein riesengroßer Kuschelpullover. Ja, das soll es ja auch sein. Das soll ja ein großes Tuch sein, mit dem man sich dann später einwickeln kann. So, und letztes Mal war ich... Jetzt habe ich natürlich die falsche Seite nach vorne gehalten, oder? Wo ist er denn da markiert? Da, da. Ha, ich habe ein großes Stück geschafft. Letztes Mal war ich nämlich da, gerade am Wechsel von dem Einhornpups zu dem Shebot-Garne. Shebot, welches war es denn? Shebot Botsocks in der Farbe Phantom ist das hier. Und ja, das ist dazugekommen, der Streifen. Blending Section wieder.
Hier wieder noch mehr Streifen, dann hier der Lace-Teil. Und ups, jetzt bin ich schon wieder in der nächsten Blending-Section für meine letzte und siebte Farbe. Und da muss ich nicht mal mehr ein Lace-Teil stricken, also es fehlt nicht mehr viel. Ich muss hier noch ein paar rein, das hier so abwechseln. Dann kommen noch 16 graus rechts Reihen dazu und dann heißt es abketten. Ja, das schaffe ich bis nächste Woche. Also 16 Reihen ist ja wohl ein Klacks, wenn ich denke, wie viel Reihen das war, was ich letzte Woche hatte. Und dann will ich euch die nächste Woche fertig zeigen. Gewaschen, gespannt und alles. Meine letzte Farbe ist die hier. Das ist die Farnerwolle Karussell, nennt sich die. Das war so ein schöner bunter Strang, also made in from Austria. Das weiche Gold aus Österreich, Farnerwolle Karussell in der Farbe 15. Das ist die klassische Sockenwolle, Schurwolle und Polyamid. Ich freue mich jetzt riesig drauf, wenn der jetzt endlich mal fertig wird. Und ganz viele von euch haben den ja mittlerweile auch angeschlagen. Ja, die einzige, die so rasend schnell war, war ja die Andrea Zenobi Strick. Die hat den ja durchgesaust im 0, nichts. Ich bin gespannt, wie lange es bei euch anderen dauert, bis ihr den fertig habt. Also ich zeige euch nochmal dieses Riesenflatschen-Ding mal so ungewaschen, ungespannt. Ich weiß auch nicht, ob ich den spanne. Den werde ich wahrscheinlich gar nicht spannend. Sonst kann ich ja damit das ganze Sofa eindecken damit. Ja, also das ist noch übrig von Schibottgarne von dem Phantom. Und die beiden Strängelchen sind ja auch von der Katharina. Das ist die gleiche Katharina, von der ich auch die Geburtstagswolle bekommen habe. Also sind die auch schon vereint in einem Find Your Fate. So, klacker, klacker mit den Nadeln, weg damit. Ja. Und weil ich vorher noch mit dem Einhorn-Thema angefangen habe, nehme ich mal einen dezenten Schluck aus meiner Einhorn-Tasse. Der Marco, der Nittikus, hat ja die gleiche, hat auch den mit dem Glitzer-Einhorn. Und ich liebe die Tasse. So, Stimme geölt, geht weiter. Und wenn wir schon bei den Einhörnern sind, in meine Einhorn-Tasche. Von meinem Taschenswap, den ich mit der Nicole gemacht habe. Ich habe ihr eine Tasche genäht, sie hat mir eine Tasche genäht und ja, ich habe ihr diese geschickt, die ursprünglich für sie geplant war. Ich habe jetzt nicht nochmal alles umgeschmissen. Ich habe ihr die geschickt und sie hat sich, glaube ich, gefreut. Ja, ist gut angekommen. Und die Nicole hat bei unserem Swap, bei unserem Tausch, mir nicht nur die Projekttasche geschenkt, sondern auch noch einen tollen Bobble. Und zwar ein Bobble von Lady D's Traumgarne in der Farbe 510, zärtliche Umarmung, so schaut er aus. Und hier seht ihr das, da ist so ein Glitzerfaden mit drin. Und das ist fünffädig mit Glitzergarn, also so gesehen sechsfädig, wenn man es genau nimmt. Hat eine Lauflänge von 450 Metern und dann habe ich mal ein bisschen so gestöbert bei Ravelry, was es für Anleitungen gibt für so ein Garn, was ich daraus machen könnte. Ich möchte ja gern alles aufbrauchen und ich wollte was für einen Hals. Und dann bin ich auf die Anleitung für den Pashmina-Kaul gestoßen. Also das ist eine ganz simple Anleitung mit so einem zarten Lace-Muster und mit Mäusezähnchen. Ist eine kostenlose Anleitung, allerdings auf Englisch, aber sehr, sehr, sehr einfach. Die Designerin ist Laura Deer of Black Crown Knits. Also Black Crown Knits, aber auf Ravelry findet ihr das ganz schnell. Es ist eigentlich ausgelegt für einen Strang von Pashmina-Garn von Madeline Tosh, genau. Also das kann man stricken mit einem Strang Madeline Tosh Pashmina Sport für einen so einen schönen Kaul. Und eben dies ist so eine ähnliche Lauflänge oder man kann das ja so lang stricken, wie man möchte. Und ich habe da mal angefangen. Und was ich also ganz süß fand, sind ja diese Mäusezähnchen. Also ich habe das jetzt gestern mal angeschlagen. Ich habe mir nur überlegt, genau, könnte ich euch das nur schnell zeigen, wie ich den Anschlag gemacht habe. Ja doch, das geht. Also man muss nämlich hier einen provisorischen Anschlag machen, weil man hier, das hier, was ihr jetzt hier seht, bevor dieser Lace-Teil da beginnt, ist doppelt. Also man strickt ein paar fünf Reihen glatt rechts. Dann macht man diese Mäusezähnchen, das geht ja mit zwei rechts zusammen Umschlag oder so. Und dann strickt man nochmal ein Stück glatt rechts und dann muss man diese Anschlagkante zusammen mit dem
aktuellen Maschen zusammenstricken, dass man die sozusagen wieder halbiert, dass man genauso viel Maschen hat, wie man eigentlich auch angeschlagen hat und strickt dann einfach hoch. Das ist ein schöner Anfang oder Anschlagart auch für Pullover, wenn man die von unten nach oben strickt oder wenn man Socken strickt, kann man so auch anfangen. Und ich habe dann eine Methode auch auf YouTube gefunden, wie es eigentlich ganz einfach ist. Und zwar, ihr müsst einfach nur eigentlich die Sockenwolle oder ach, jetzt brauche ich nur einen Faden. Plum, plum, plum. Ja, nehme ich gerade den hier. Mit dem geht's gut. Der Anfang ist so simpel. Also ihr knotet euch, ihr macht einfach nur einen Knoten. Es war jetzt nicht geplant, dass ich das euch zeige, aber ich habe mir gedacht, das geht so einfach. Also, ihr macht einfach nur so einen Slipknot, so eine Schlinge an eine Nadel. Und dann ist es ganz praktisch, wenn ihr entweder zwei Rundstricknadeln von der gleichen Größe habt, wie ihr es später braucht, oder wer diese abschraubbaren Nadelsets von Knitpro oder von Jaugu oder Haya Haya hat, mit denen geht es auch. Man kann auch direkt das Seil nehmen. Also entweder hier zwei Nadeln, zwei Rundstricknadeln, oder einmal das Seil mit den Stoppern drauf. Also ich habe das so gemacht, ich habe das Seil mit Stoppern genommen und einmal die Rundstricknadel mit den beiden Enden, mit den Nadelspitzen. Diesen Anfang, den einfach am besten festhalten, dieses Fädelchen. Und das, was ihr vom Knäuel habt, wickelt ihr hier einfach nur so herum. Das ist so simpel, es wird einfach nur hier rumgewickelt, so viel Maschen, wie ihr braucht. Ihr müsst es hier oben einfach nur mitzählen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hätten wir. Dann, wenn ihr dann die Maschenanzahl angeschlagen habt, die ihr wollt, dreht ihr das Ganze um und zieht das andere Ende von der Nadel ja da raus. Die untere Hälfte der Maschen, die rutschen einfach auf dieses Seil, das ihr da unten liegen habt. Und ihr strickt die Maschen einfach ab und strickt einfach diese 5 cm hoch, macht dann diese Mäusezähnchenreihe. Und hier unten auf diesem unteren Seil hängen einfach die Maschen da dran. Die sind also richtig, braucht man einfach nur losstricken. Dann später, wenn ihr oben also diese Hälfte habt, schraubt ihr die Nadeln unten dran an das andere Seilende, an das untere und strickt dann die andere Hälfte. Und dann am Ende, wie beim Three Needle Bind Off, nehmt ihr einfach die beiden Maschen, nicht die beiden Strickhälften zusammen. Also es wird dann einfach nur so hochgeklappt und dann könnt ihr das zusammen abstricken. Super einfach und dann habt ihr die Maschenzahl drauf und einen provisorischen Anschlag ohne lang eine Häkel. Also es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten. Man kann es auch mit Häkelanschlag, ja, diese provisorische Anschlagkante machen. Aber diesen, wie nennt sich das, Winding Provisional Cast On, also so habe ich das auf YouTube auch gefunden. Ich versuche das Video zu verlinken, wenn ich es wieder finde. Das ist für mich die einfachste Version, einfach wenn man in zwei Richtungen weiter stricken möchte, wenn man was in der Mitte so beginnen möchte und das oder am Ende dann zusammenfügen möchte, wie bei diesem Mäusezähnchen-Anschlag. Genau, das hier habe ich euch jetzt gesagt, das ist ja mein Pashmina-Kaul mit diesem Anschlag. Ich stricke ja zum ersten Mal mit gefachtem Garn. Das ist mein erster Bobbel. Ich habe davor noch nie mit sowas gestrickt. Es macht Spaß, es ist kein Problem, diese Fäden eigentlich zu erwischen. Also einmal muss die nur bei, wo man zwei zurecht zusammenstricken, muss immer ein bisschen aufpassen. Aber was mich hier viel mehr irritiert, ist dieser Glitzerfaden da drin. Der steht nämlich immer gern mal wieder irgendwo raus. Und wenn ihr das hier seht, hier hängt einer, hier, weil der hat irgendwie eine andere Länge oder der schmiegt sich halt nicht so schön an. Der sondert sich ja hier immer wieder ab und bildet dann solche Schlaufen. Ah, hier kommt so eine Schlaufe. Na, jetzt hat es wieder weggezogen. Das bildet sich immer wieder so eine Schlaufe, dass das Ding einfach hier rumsteht. Und dann muss ich das wieder ein paar Reihen doppelt mitführen. Hier. Seht ihr das? Da stehen die auch wieder ein paar Mal raus. Ja, das ist ein bisschen tricky, dieses Glitzerfädchen da mit einzubauen. Aber es ist schön dezent, es ist überhaupt nicht aufdringlich, das Glitzer. Also man sieht es wirklich nur ganz schwach, ganz leicht. Bis auf die Stellen, die muss runterhängen, da muss ich... Die muss ich noch irgendwie einhäkeln, einweben. Ja. Ich habe bloß den Verdacht, dass irgendwas ich falsch gestrickt habe. Also mein Muster wird schon so, wie es sein soll, laut Bild. Aber ich habe irgendwie, ich kriege langsam mehr Maschen drauf, als wie ich sollte. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich muss mir nochmal nachzählen. Vielleicht habe ich mich auch vertan und muss nochmal neu anfangen. Das wäre blöd, wenn ich das nochmal rütteln müsste, weil
Es ist ein bisschen fummelig da mit diesem zusätzlichen Faden eben da, dem Glitzerfaden. Also, den Pashmina-Kaul, wenn ihr so einen einzelnen Strang schönes Garn habt, auch vielleicht gerade besonders edles Garn, wie eben das von Pashmina, von Melintosh, kann ich euch die Anleitung nur empfehlen. Es gibt einen schönen Kaul, schönen Halswärmer und eben eine Gratis-Anleitung auf Ravelry. Und es ist sehr einfach eigentlich zum Stricken. Das, ja, ich freue mich eigentlich drauf, wenn es fertig ist, weil es gerade so fürs Frühjahr so richtig schön passt, die Farben. Das ist so ein kleiner Halswärmer. Jo, geht wieder in mein Elli Einhorn Projekttasche rein. Die passt da so schön. Schaut mal, wie schön es da reinpasst. Auch farblich. Wunderschön. Dankeschön nochmal, Nicole, für den tollen Projekttaschentausch. Ich habe einen kratzigen Hals. Tut mir leid. So, was ist noch? Kurz sortieren hier. Noch fertig geworden. Ich habe ja gesagt, diese Woche verstand unter dem Motto, ich arbeite all meine Aufträge ab. Also ich habe meine Projekttaschen verschickt und die sind alle zum Glück gut angekommen. Und ich hatte ja euch letzte Woche auch gezeigt, dass ich noch einen Stoff bekommen habe von einer Freundin, wo ich für die Enkelin ein Röcklein, ein so einen Pumprock nähen sollte. Den habe ich gestern auch fertig gemacht. Ja, das war ein bisschen eine längere Aktion, weil mein erster Plan, ich hatte ja einen Schnitt von Guy Badou für einen Rock, aber das hat irgendwie nicht geklappt mit dem Schnitt. Da musste ich nochmal um improvisieren und umswitchen und zeige ich euch mal das Röckchen. Also, so schaut er jetzt aus. Man kann das jetzt eben, ich weiß, ich habe das eine Seite ein bisschen weiter gemacht vom Umfang und die hier ein bisschen enger. So habe ich mir gedacht, da kann man entscheiden, wenn jetzt das die kleine nur recht schmal ist, dann kann man das engere Ende oben nehmen und das weitere unten. Nee, das ist das engere Ende hier. Das ist das schmalere Stück. Ja, kann man es eben entscheiden, wie herum das besser passt. Im Prinzip ganz einfach nur genäht. Da habe ich ein bisschen getüftelt. Ich habe den Bauchumfang mir geben lassen und die Länge vom Hüfte bis zum Knie. Da nur ein bisschen was abgezogen, soll ja ein bisschen kürzer sein. Und habe dann mir das hier oben aus das Bündchen einfach nur abgeschnitten, doppelt gelegt und dann einfach nur hier von dem Ankerstoff auch so ein Stück weit abgeschnitten. Also so Pi mal Daumen ein bisschen. Muss ich ehrlich sagen, habe ich einfach nur ein bisschen improvisiert. Ich hoffe, dass es passt. Und dass hier dann einfach nur die beiden Enden an dran genäht, diese beiden Bündchen, und das dann hier einfach dann zum Schluss nochmal zusammengenäht. Das heißt, wenn es jetzt noch zu weit wäre, bräuchte ich einfach nur hier nochmal einmal hier runter nähen. Ja, das ist mein kleines Pumpröckchen. Und weil ja dann doch nur vom Stoff noch was übrig war, habe ich mit dem Rest noch so einen kleinen Halswärmer, so einen kleinen Kaul genäht, den man einfach so drüber ziehen kann. Und entweder mit den Ankern nach vorne oder so. Hier habe ich noch ein bisschen, je nachdem, wie es gefällt. Man könnte es vielleicht auch als Stirnband oder Haarband tragen, fällt mir gerade ein. Ja, ging auch. Einfach passend zum Röckle nur was für den Hals oder als Stirnband, wenn es passt. Ja, doch, ist ja gut dehnbar. Ich hoffe, es passt. Ich werde es morgen weitergeben an die Oma, dass es dann bei der kleinen Enkelin bald ankommt. Und falls es ein Tragefoto bekommt, dann kann ich das vielleicht noch einbauen, wenn es was wird. Mal schauen. Bis nächste Woche. Jo, dann. Ja, ach, ja, genau. Dann habe ich noch andere Flickarbeiten gehabt. Ich musste noch eine Hose kürzen für meinen Papa und noch einen Rock flicken für die Schwiegermutter und noch einen Reißverschluss reparieren. Und ja, ich hatte irgendwie lauter so komische Aufträge. Und ich habe auch noch meine vierte Allgäu-Live-Mütze gehäkelt, wo ich dieses separate Video gemacht habe, diese schwarze Mütze mit den sieben bunten Streifen. Da habe ich die Nummer 4 gemacht. Also da bin ich jetzt auch fertig. Die will ich jetzt auch keine mehr machen. Die kann ich euch nicht mehr zeigen. Die ist schon weg. Die habe ich schon verschenkt. Jo, und ja, das war alles Gestrickte und Genähte für die Woche. Ich habe euch noch jetzt das Falafel-Rezept und werden das noch interessiert. Ich habe euch ja letzte Woche erzählt, dass ich ein neues Kochbuch habe. Ja, wie so viele andere neue Kochbücher. Die koche ich mich gerade so der Reihe nach durch. Ich habe ja von der Beate so viele tolle Bücher bekommen. Und das mit den Aufstrichen, die beiden Bücher, da acker ich mich gerade auch so durch. Ich habe noch nicht immer so viel Lust, jeden Tag was Neues auszuprobieren. Man muss ja da auch ein bisschen Zeit und Muße haben. Aber das Falafel-Rezept habe ich letzte Woche gemacht und die sind super lecker geworden. Also,
die möchte ich mit euch teilen. Ich habe es ein klein wenig abgewandelt, weil ich ja diese Gewürzmischung verwendet habe. Aber im Prinzip ist es echt so einfach. Ihr müsst nur 250 Gramm Kichererbsen einweichen. Am besten eben über Nacht. Ich habe das aber morgens die eingeweicht. Gleich morgens, so um 6, 7, habe ich 250 Gramm Kichererbsen eingeweicht bis zum späten Nachmittag. Also es waren weniger als 12 Stunden. Die waren trotzdem weich. Also muss nicht unbedingt das über Nacht oder 12 Stunden einhalten. Dann braucht ihr eine Zwiebel, zwei Knoblauchzehen, einen Bund glatte Petersilie. Und hier stehen eben verschiedene Gewürz in Angaben dran. Ich habe eben diesen Falafel-Mix aus dem türkischen Supermarkt geholt. Da ist drin Koriander, Kumin. Kumin ist also Kreuzkümmel, Paprika, Piment und Knoblauch. Hier steht noch im Rezept nur zusätzlich Ingwerpulver drin. Dann habe ich noch einen Teelöffel Salz dazugegeben, 35 Gramm Mehl und 10 Gramm Weinsteinbackpulver und ein bisschen Wasser. Und das gibt eine richtig tolle Masse. Die müsst ihr dann einfach nur in der Pfanne rausbacken oder braten. Und ich sag's euch, die waren so, so lecker. Man kann ja mit den Gewürzen auch selber nur ein bisschen variieren, was einem schmeckt. Also man kann ja auch mal mehr vom Kreuzkümmel reingeben, wer das besonders gerne mag, oder weniger, noch mehr Knoblauch. Ich denke, auch bei den Kräutern kann man gut abwechseln. Jetzt im Frühjahr hat ja der Bärlauch-Saison. Ich habe auch ziemlich viel Bärlauch im Garten. Ich habe mir schon gedacht, ich mache mal nur eine Bärlauch-Variante von den Falafel. Und ja, das ist lecker. Lecker, lecker, lecker. Kann ich euch nur empfehlen. Müsst ihr ausprobieren. Ich versuche das Rezept euch in die Infobox zu schreiben. Falls es heute noch nicht gleich drin ist, bitte nicht mich daran erinnern. Wer es haben möchte, dann schreibe ich es bald rein, sobald ich Zeit habe. Ja, das schauen wir mal einen Spickzettel durch. Ach, ich habe noch einen neuen Podcast entdeckt, aber noch erst zwei Folgen angeschaut, noch nicht so viel. Und zwar Jessys Wollsucht von der Jessica. Und der Kanal heißt Jessys Wollsucht oder Jessys Wollsucht. Nee, Wollsucht doch. Ja. Und so schaue ich mich einfach durch, aber ich bin auch bei ganz vielen, die schon länger dabei sind, schwer am Aufholen. Gestern habe ich Magische Maschen noch einige Folgen aufgeholt und auch bei Kreativ Leben von der Katharina bin ich jetzt up to date. Beim Ronny hänge ich wieder hinten dran und bei mir muss ich noch... Ach ja, bei der Susanne von Verstrickungen hänge ich noch hinten dran. Ja, langsam komme ich näher ran. Ich habe halt nur einen großen Bügelkorb hier in meinem Handarbeitszimmer hier stehen. Der muss noch abgearbeitet werden und dann hoffe ich, dass ich mich langsam vorantaste. Aber ich freue mich ja, dass es so viele andere Videopodcaster und YouTuber gibt, die einfach auch tolle Videos machen und ein breites Angebot da ist. Ja, also in diesen Worten, nächste Woche sind Ferien. Es fangen die Osterferien an. Ich plane schon in den Osterferien ganz normal aufzunehmen montags. Es kann allerdings auch mal sein, dass es Dienstag wird. Da dann bitte nicht traurig sein, aber ich möchte schon aufnehmen. Doch, müsste klappen. Und bis nächste Woche werde ich auf jeden Fall mein Find Your Fate fertig haben. Und ich möchte auch endlich wieder meine Sophie's Universe weiterhäkeln. Ups, hängt der verkehrt rum. Das ist die linke Seite. Oh, egal. Das ist robust. Jetzt ist ja eben. Die nehme ich mir gleich mit. Da möchte ich unbedingt auch weiterarbeiten, aber ich weiß nicht mehr, wer das mal gesagt hat. Irgendjemand, der auch an der Arbeit. Ja, man ist da echt ein bisschen abgelenkt. Also wenn ich an der weit arbeite, brauche ich ja das Video immer wieder. Das muss ich immer wieder ein Stück wieder schauen, wieder pausieren. Das kann ich nur machen, wenn ich ganz für mich bin. Nicht, wenn die Familie um mich rumhüpft und die Kinder irgendwas von mir wollen. Oder ja, das, und solche Momente sind nicht oft da. Also ich kann auch da nicht währenddessen Fernseher gucken oder sonst irgendwas machen oder irgendein Video anschauen. Ich muss ja da immer wieder stoppen und wieder gucken, wie lautet der nächste Rapport. Deswegen stockt die gerade ein bisschen. Aber die wird auf jeden Fall kommende Woche auch wieder ein bisschen mehr Zuneigung erfahren. Und mein Hexipuff sowieso, dann den werde ich eh dranbleiben, aber meine Cozy Memory Blanket, die führt gerade auch ein ziemliches stiefmütterliches Dasein. Also die wird gerade sehr schlecht behandelt von mir. Die schlummert gerade in dem Projektbeutel, den die Heike mir mal dafür extra genäht hat. Da geht gerade gar nichts voran. Also die schaut mich immer so ganz traurig, schaut so aus dem Projektbeutel raus. Och, das strickt doch mal wieder an mir ein bisschen weiter, aber ja, habe ich gerade keinen Nerv. Und außerdem muss ich mich noch entscheiden,
Habe ich nämlich noch nicht. Welche Wolle ich für den Adventurous nehme? Die Fanny wartet ja drauf, dass ich ihr Bescheid gebe, welchen von den Minis, die sie mir gefärbt hat, ich jetzt möchte. Ich habe ja schon einen heißen Favorit, aber ja, brauche ich noch ein bisschen, muss ich noch ein bisschen in mich gehen. Und dann werdet ihr wahrscheinlich nächste Woche dann mehr davon hören. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Bei uns hat es heute Nacht ganz doll gewittert. Also wir hatten ja eine unglaublich schöne Frühlingswoche hinter uns. Und heute Nacht, so um zwei, halb zwei, zwei, hat ein Gewitter gehabt. Also selbst im Sommer habe ich noch nie so ein heftig lautes Gewitter gehört. Das war, also die ganze Familie war hellwach, alle so, was war das? Wir haben nämlich am Abend noch Game of Thrones angeschaut, die Folge 9 in der Staffel 6, wo es nämlich diese große Schlacht gibt. Und ich habe mir echt gedacht, ist die Schlacht jetzt bei uns im Wohnzimmer, im Schlafzimmer? Geht das jetzt hier weiter? Sind die hier reingemarschiert? Es war irgendwie, alle waren sitt, hellwach. Ja, eben. Jetzt, heute ist ein bisschen bewölkt, ein bisschen, hat ein bisschen geregnet auch schon, aber es ist noch sehr, sehr mild. Und ich hoffe, ihr könnt auch den Frühling noch weiter schön genießen. Und eben, wünsche eine frohe Woche und frohes Stricken. Bis nächste Woche. Ciao!